What are the origins and purposes of the Schwarze Kanal? Was sind die Ursprünge und die Ziele des Schwarzen Kanales? Oh, das kurz zu beantworten ist schwer. Die Ursprünge: Bundeskanzler Adenauer hat früher mal eine Polemik im Bundestag gegen die DDR losgelassen. Und ich habe dies in der aktuellen Kamera polemisch beantwortet. Und daraus entstand die Idee, das muss man öfter machen. Und die einen sagten alle 4 Wochen, alle 3 Wochen, alle 2 Wochen. Ich sagte, wenn, dann jede Woche, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und so entstand der Schwarze Kanal. Eine Auseinandersetzung mit dem Fernsehen der BRD. Why was the program felt to be necessary? Aus welchen Gründen fühlte man, dass diese Sendung notwendig war? Ich muss zuerst sagen, was mit dieser Sendung nicht ist. Der Schwarze Kanal ist keine Einmischung. Ich habe noch nie einen Westberliner oder einen Westdeutschen aufgefordert, zu streiken oder seine Regierung zu stürzen. Mein Adressat ist der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, der seinerseits der Einmischung, der ständigen Einmischung im Äther ausgesetzt ist. Und ich möchte ein bisschen zur Hygiene im Äther beitragen. What is the role and purpose of a journalist inside a socialist society? Was sind die Ziele und was ist der Zweck von einem Journalist in einer sozialistischen Gesellschaft? Er unterscheidet sich ein wenig von der Aufgabe des Journalisten in ihrem Land. Wir haben das Glück, dass bei uns Profession und Konfession zusammenfällt. Das heißt, der Beruf und das Bekenntnis. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass ich parteilich bin. Und das steht nicht in einem Gegensatz zur Objektivität. Aber dass ich natürlich von einem bestimmten Standpunkt aus an die Probleme herangehe, die ich meinen Zuschauern oder auch meinen Lesern, wenn ich einen Artikel schreibe, vermitteln will. Ich will einmal Fakten vermitteln. Ich will zum Zweiten Argumente vermitteln. Meine Zuschauer setzen sich zum Beispiel mehr als bei anderen Fernsehsendungen aus Multiplikatoren zusammen, aus Vervielfältigern. Also Lehrer, Funktionäre der Partei, der Gewerkschaft, der Freien Deutschen Jugend, vor allen Dingen Lehrer, auch Politoffiziere in der Volksarmee. Das heißt, mein Zuschauer ist nicht einer, der bei einer Unterhaltungssendung sich zurücklädt und sagt, nur unterhalte mich mal, sondern der schreibt sogar mit und der trägt das weiter. Und wenn ich meine jeden Montag so runde knappe Million Geräte eingeschaltet habe für meine Sendung, dann ist das nicht ein oder zwei, sondern ist das mal 3, mal 4, mal 5 oder bei Lehrern mal 20. Ja, also Multiplikatoren, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. There's a special problem here in the GDR because something like 80% of people here regularly watch West German television. Doesn't mm-hmm. that make it difficult to maintain and propagate a party and socialist view of the world and current events? Es gibt ein besonderes Problem hier in der DDR, da 80% der Bevölkerung regelmäßig das westdeutsche Fernsehen zuschauen. Macht es es nicht schwieriger, die Politik und die sozialistische Linie des Landes zu halten und weiterzuführen? Also die Zahl 80% haben Sie genannt. Das ist Ihre Zahl. Aber natürlich wird das Fernsehen des Westens hier gesehen. Und das übrigens auch. Ich habe meine Zuschauer auch in West-Berlin und in einem Drittel der Bundesrepublik Deutschland. Während die Bundesrepublik 95-96% des Territoriums der Deutschen Demokratischen Republik erreicht. Aber gerade deswegen ist zum Beispiel eine solche polemische, konterpropagandistische Sendung wie der Schwarze Kanal eine Notwendigkeit. Ja? Denn beide Staaten haben zwei verschiedene, unvereinbare
ökonomische, gesellschaftliche Systeme. Feuer und Wasser, hat Honecker jetzt gerade wieder gesagt. Es muss nicht brennen, es muss nicht, man muss nicht nass werden, aber trotzdem, der Charakter ist absolut gegensätzlich und unvereinbar. Und wenn da von drüben das gesamte Wortprogramm von Kriminalfilmen abgesehen, und da auch manchmal, wenn das gesamte Wortprogramm antisozialistisch ist, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und da muss man ein bisschen beitragen, das ist meine Aufgabe, nicht um, ich bin dagegen, dass man das verbietet. Nein, man soll das Westfernsehen anstellen. Ja, aber ein bisschen Hör-, Zuschau- und Denkhilfe versuche ich zu geben. But in your view as a socialist, isn't the real purpose of journalism then to serve politics? Aber in Ihren Augen ist nicht die eigentliche Rolle und Zweck, ist nicht der Auftrag des Journalismus, die Politik zu dienen. Ja, auf keinen Fall hat bei uns die Informationspolitik die Politik oder die Handelspolitik, die Wirtschaftspolitik zu stören, sondern zu unterstützen. Unterstützen, würde ich sagen, nicht dienen. You talk of a dialogue between East and West, but your program. 1363. Sie haben. Okay, go on, Karen. Sie haben von Zwischengespräch zwischen Feuer und Wasser gesprochen. Aber ist es nicht eher, dass Sie, was Sie als, also Ihr Kanal heißt Schwarzer Kanal, ist also der Zweck des Kanals nicht eher gegen, was Sie als Lügen und Propaganda vom Westen dagegen zu kämpfen? Das ist eine der Aufgaben und das war zunächst die Hauptaufgabe am Anfang. Natürlich sieht der Schwarze Kanal heute nicht mehr so aus wie vor 27 Jahren. Damals wurde unsere Republik vom Westen in einem Maße beleidigt, verleumdet, da musste man einfach hart zurückschlagen. Aber je mehr wir uns durchsetzten, je stärker die DDR wurde, je souveräner sie wurde in doppelter Hinsicht. Völkerrechtlich souverän, aber auch von der inneren Überlegenheit her, desto sachlicher, ruhiger konnte auch mein Ton werden. Also es war echte Widerspiegelung der Veränderung des Kräfteverhältnisses. Und heute ist es so, dass es Dinge gibt, die der eigentlichen Auseinandersetzung und den unvereinbaren Gegensätzen übergeordnet sind. Ich meine damit die Frage des Überlebens. Heute hat sich die Waffentechnik, die nukleare Waffentechnik, so entwickelt, dass ein Krieg nicht mehr führbar, nicht mehr gewinnbar ist. Und schauen Sie, was hilft dem Kapitalisten sein Kapitalismus, wenn die Welt tot ist und er niemanden zum Ausbeuten hat? Was hilft uns? Unser Sozialismus auf einem verbrannten Erdball. Wir haben also ein übergeordnetes gemeinsames Interesse, dabei bleiben aber die Gegensätze bestehen. Nur diese Gegensätze, die weiter auszutragen sind, dürfen nicht mit Krieg ausgetragen werden, nicht mit Gewalt, sondern möglichst auch mit Kultur. Das ist zum Beispiel Gegenstand des gemeinsamen Dokuments, das wir mit dem Sozialdemokratischen Parteivorstand hier erarbeitet haben. Das heißt, der Streit der Ideologien und das gemeinsame Sicherheitsinteresse. Und da, in diesem Raum bewege ich mich mit meiner Sendung. 1364. Could you make that clearer? Naja. Ja, es wird im Westen davon gesprochen, man müsse jetzt die Feindbilder abbauen. Anderswo wird das auch gesagt. Das ist nicht richtig. Wir bleiben Gegner. Wir müssen nicht Feindbild abbauen, wir müssen den Umgang miteinander verändern. Das ist die eine Seite. Und das zweite ist, es hieß lange Jahre hindurch im Westen, die Existenz zweier Staaten, die Spaltung Deutschlands,
Das sei die Quelle von Kriegsgefahr. Inzwischen hat sich die Einsicht durchgesetzt, auch im Westen bis Amerika, dass die Existenz beider deutscher Staaten in Wirklichkeit eine Voraussetzung ist für das militärstrategische Gleichgewicht in Europa. 1365. Gilt Kapitalismus und des Westen als ein Feind von der DDR? Das ist keine staatliche Frage, sondern die beiden Systeme sind nicht miteinander vereinbar. Man kann nicht vom Kapitalismus ein Stück abschneiden und vom Sozialismus ein Stück abschneiden und sie dann zusammenlegen. Die beiden Systeme kämpfen, welches setzt sich als das Bessere durch. Bloß diese Auseinandersetzung muss erstens in vernünftigen, kulturvollen Formen geführt werden und vor allen Dingen nicht auf dem Schlachtfeld, nicht mit Gewalt. 1366. Don't you think it's an oversimplification to think that there are only fascist tendencies in West Germany? Doesn't the GDR also inherit some of the negative aspects of the German and Prussian traditions? Ist es nicht eine Vereinfachung, zu sagen, dass faschistische Tendenzen nur in Westdeutschland existieren? Hat die DDR auch nicht einige negativen Aspekten von der deutschen und preußischen Traditionen geerbt? Fangen wir mit dem letzten Teil an. Es gibt im Preußentum positive und negative Erscheinungen und wir haben bei der Aufarbeitung der Geschichte uns der guten Traditionen des Preußentums bemächtigt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich überbewerte neofaschistische Tendenzen in der Bundesrepublik nicht. Aber man bekämpft sie dort nicht ernsthaft. Es gibt sie. Und bei uns gibt es faschistische Tendenzen nicht. Und wir haben jetzt gerade bewiesen, in diesem Augenblick findet in Dresden wieder ein Prozess gegen einen jetzt erst entlarvten Verbrecher gegen die Menschlichkeit statt. Und das ist eigentlich der Beweis, dass das eine faule Ausrede ist, dass man in Westdeutschland diese Vergangenheit nicht in dem Maße bewältigt hat wie wir. Bei uns gibt es keinen Antisemitismus. Bei uns gibt es kein Herrenmenschentum, keine Überheblichkeit, keine Weltmachtsansprüche. Ein sozialistischer Staat ist ein ganz prinzipieller Unterschied. What was the historical significance of Herr Honecker's visit to Bonn? Was ist oder war sein wird die geschichtliche Bedeutung vom Besuch? Ich bin mit dem Ausdruck geschichtliche Bedeutung sehr vorsichtig. Der Besuch hat historische Dimension. Das ist keine Frage. Die liegt ausschließlich darin, dass zwischen diesen beiden Staaten nicht nur eine normale Grenze verläuft, eine Staatsgrenze, sondern dass das die Trennlinie Sozialismus-Kapitalismus ist, an der die mächtigsten Militärkoalitionen der Geschichte konfrontiert sind. Und beide Staaten gehören entgegengesetzten Bündnissen an, der NATO und dem Warschauer Vertrag. In diesem Sinne ist das, hat das historische Bedeutung, dass gerade diese beiden Staaten um ein normales Verhältnis zueinander ringen. Aber ansonsten ist dieser Besuch völlig normal. Das ist von der BRD ein Nachholbedarf. Das ist genauso, wie wenn Honecker nach in den NATO-Staat Griechenland gefahren ist oder nach Holland oder nach Belgien fahren wird oder nach Japan gefahren ist. Das ist die Normalität, die nun endlich auch an dieser gefährlichsten Grenze in der Welt hergestellt wird. Wobei ich noch hinzufügen möchte, dass wir wegen der Normalität kein Triumphgeschrei anstimmen. Aber ich persönlich scheue mich nicht zu sagen, dass ich ein großes Gefühl der Genugtuung empfinde. Denn wenn ich dann denke, wie in diesen bald, also jetzt 38 Jahre DDR,
wie wir da vom Westen beschimpft worden sind, verleumdet worden sind, bekämpft worden sind, wie versucht worden ist, uns zu destabilisieren, wie unsere Fahne beleidigt wurde. Beim letzten Stofbesuch damals bei Willy Brandt ist unsere Fahne in Kassel noch runtergerissen worden. Es gibt aus dem Jahre 1957 eine Regierungsdirektive in Bonn, die das gegen das Zeigen der Spalterflagge, das ist unsere Nationalfahne, muss polizeilich eingeschritten werden. So, und jetzt kommt der Honecker da an, der Staatsratsvorsitzende, der Dachdecker, der Kommunist in diesem Staat, wird vom Staatsregierungschef empfangen, wird vom Staatsoberhaupt empfangen, die Bundeswehr tritt mit einer Ehrenformation auf, unsere Hymne wird gespielt und über allem weht die Fahne der Deutschen Demokratischen Republik. Wir haben sehr lange darum gekämpft. Aber nicht zur Befriedigung einer eigenen nationalen Eitelkeit, sondern weil dieses Verhältnis zwischen beiden Staaten normal sein muss, um des Friedens in Europa und in der Welt willen.